neben der Forschung ist die Lehre die zentrale Kernaufgabe, eigentlich auch diejenige, die eine Universität erst zur Universität macht. So ist es von der Idee her normativ, aber faktisch steht die Lehre auch heute noch im Alltag immer im Schatten der Forschung. Man kann, das hat ganz viele Facetten. Wenn man zum Beispiel nur sieht, wie entstehen wissenschaftliche Karrieren, belohnt werden Forschungsleistungen. Wenn ich in der Forschung viel mache, viel gut mache, dafür viel zitiert werde, dann werbe ich Drittmittel ein, dann kriege ich neue Mitarbeiter, dann erhalte ich Rufe an andere Hochschulen. Also ich investiere eigentlich mit allem, was ich mache, arbeite ich ganz systematisch an meiner eigenen Karriere, an meinem eigenen Fortkommen. Wenn ich dasselbe in der Lehre mache, wenn ich mich da besonders engagiere, dann wird das nicht nur nicht honoriert vom System, sondern es wird eigentlich bestraft. Ich habe noch mehr Studenten, noch mehr Prüfungen, habe noch weniger Zeit für Forschung, werbe keine Drittmittel ein, sondern für mich stellt sich nur die Situation noch viel schwieriger dar. Und wenn ich mal einen viel niedriger dotierten Lehrpreis oder so bekomme, dann werde ich noch dafür noch belächelt von den Kollegen und wird mir unterstellt, naja, den kriegst du, weil es auch in der Forschung nicht bringt. Und so ist das System halt so aufgestellt, dass systematisch, könnte man sagen, Fehlanreize geschaffen werden in der wissenschaftlichen Karriere. Ich kann das aber auch für Curricula sagen, also für die Gestaltung des Studienangebots. Das leitet sich noch immer, auch nach dem Bologna-Prozess, im Wesentlichen aus den Forschungsgebieten und ihrer Verästelung ab und nicht danach, welche Kompetenzen Studierende brauchen mit einem Bachelorabschluss, der möglichst allgemein gehalten werden soll. Und so geht es halt die ganze Latte runter. Mit Forschung befriedigt man stärker seine eigenen Interessen, man generiert zusätzliche Mittel, man kann sich sonnen im Glanz des Erfolgs, und mit der Lehre stellt man sich selbst ins Abseits und in den Schatten. Das waren die konkreten Missstände. Das hängt natürlich auch mit dem ganzen System zusammen, dass man Studiengebühren bezahlen muss und das auch an staatlichen Universitäten. Die Studierenden eine andere Forderungen stellen, andere Erwartungen haben. Also die zahlen dafür viel Geld, die investieren in ihre Zukunft und die erwarten dafür auch einen Gegenwert. Und wenn der nicht bedient wird von einer Universität, dann gilt hire and fire. Und das gilt auch für die absoluten Top-Researcher. Man kann sich an einer US-amerikanischen Universität auch an den Top 10 der Research Universities, nach allem, was ich weiß, nicht freikaufen von der Lehre. Man muss im Undergraduate-Bereich, also in dem, was bis zum Bachelor-Abschluss ist, also im College-Modell, muss man auf jeden Fall auch tätig sein. Grundständige Lehre machen mit den Anfängern. Und die Anfänger an amerikanischen Colleges, wenn es jetzt nicht gerade eine der Top 10 Universities ist, haben ein in der Regel schlechteres durchschnittliches Schulniveau als unsere Studienanfänger haben, wenn die halt von einem Gymnasium kommen oder auch von einer Gesamtschule oder so, aber jedenfalls halt Abitur haben. Das ist das Erste. Und natürlich gucken auch die deutsche Universitäten, vor allen Dingen vergleichen sich immer mit den Research Universities in den USA, was nur eine kleine Zahl ist, die insgesamt viel kleiner ist als die Zahl der Universitäten in Deutschland. Wenn man die nimmt, dann gucken auch die US-Universitäten bei der Rekrutierung mehr darauf, was bringt er uns jetzt für die Forschung. Aber die lassen es nicht zu, dass der in der Lehre versagt oder die Studierenden sich permanent über ihn beklagen. Die Studierenden müssen ja regelmäßig die Qualität der Lehre beurteilen, also Student Feedback dazu geben. Und wenn das halt schlecht ist, dann wird er zum Dekan zitiert und dann bekommt er Unterstützungsangebote, einen Coach, eine Supervision, hochschuldidaktische Fortbildung, die ganze Palette.
Aber wenn sich das auf Dauer nicht bessert, wird man sich von ihm trennen, auch wenn es ein exzellenter Forscher ist. Es mag davon Ausnahmen geben, aber so ist die Regel. Und was ich aber vor allen Dingen glaube, jeder, also als ich vor Anfang im Jahr 2000 bin ich mal in den USA auch auf so einer Studienreise gewesen und habe mich da viel auch mit Studierenden, auch mit deutschen Austauschstudenten unterhalten, ob sie sich da wohler fühlen, was eigentlich anders ist, was es besser macht in ihren Augen. Und das ist schwer, das auszudrücken. Das sind eigentlich softe Faktoren. Die fühlen sich anders, anders wahrgenommen, anders willkommen an der Hochschule. Die haben den Eindruck, dass man sich für sie interessiert, dass sie nicht eine Last sind, die man irgendwie dooferweise auch noch zu bedienen hat, sondern dass man in ihnen wirklich die zukünftigen Leaders der Gesellschaft gibt und dass sie, ja, dass sie willkommen sind und dass man gerne ihnen die Möglichkeit gibt, das Beste aus ihnen rauszuholen. Und das ist, glaube ich, etwas, was in Deutschland vor allen Dingen fehlt. Das ist so eine Frage von Spirit oder von der eigentlichen Lehrkultur. Und die hat auch eben nichts oder nicht in erster Linie was mit der Finanzierung zu tun. Wenn jetzt alle wir hochschuldidaktisch schulen, dann haben wir vielleicht besser strukturierte Lehrveranstaltungen und dann sind die Folien besser gestaltet und ich weiß nicht was, aber ich hätte halt das Gefühl, das geht so haarscharf an dem eigentlichen Problem vorbei und an der Wurzel des Übels. Und das hat was damit zu tun, wie ich überhaupt Studierenden gegenüber eingestellt bin und dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man sich in den USA oder auch in anderen europäischen Ländern eher willkommen fühlt als Student. Ich muss, das klingt jetzt trivial, als Lehrer muss ich meine Schüler und Schülerinnen mögen. Ich muss das gerne haben, den Umgang mit denen. Und als Hochschullehrer und Hochschullehrerin muss ich meine Studierenden mögen. Ich muss die wertschätzen. Ich muss Respekt davor haben. Ich muss die ernst nehmen. Ich muss ihnen unterstellen, dass die auch studieren wollen und dass sie nicht irgendwie nur abhängen wollen und dass die auch sich anstrengen wollen und nicht nur immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen wollen. Also es gibt so viele unausgesprochene Zuschreibungen und negative Unterstellungen. Und wenn ich jetzt als Dekan die Personalpolitik, muss ich mit denen, die ich berufe, muss ich versuchen, in einem Gespräch rauszufinden, ob sie den richtigen Spirit haben, ob sie sich für die Studierenden interessieren. Und alles Weitere, da wäre ich dann ganz zuversichtlich, dass sich das schon regelt. Und ich glaube, dass man das in einem Gespräch rausfinden kann, wenn man es denn will und auch wenn man selber ein Gespür dafür hat. Und auch dann mag es nochmal Missgriffe geben. Aber das ist nicht das Problem. Insgesamt würde sich die Kultur allmählich ändern. Die TU München beispielsweise, die im Wettbewerb Exzellente Lehre ausgezeichnet wurde, ermöglicht den studentischen Mitgliedern in den Berufungskommissionen die Kandidaten, die in die engere Wahl kommen, an deren Heimathochschulen zu besuchen, um sich da besser ein Bild von zu machen. Wie gesagt, es ist eine Frage, also etwas, was man regeln kann, wo man gesetzliche Voraussetzungen schaffen muss, aber darüber hinaus geht es auch da darum, ob das wirklich gelebt wird. Wenn eine Hochschule zwar vorschriftsmäßig auch die studentischen Plätze in Berufungskommissionen besetzt und selbstverständlich geben die Studierenden ein Votum ab und das stimmt nicht mit dem Votum der Mehrheit der Berufungskommission überein, dann ändert das gar nichts an der Unzufriedenheit. Also wenn ich das systematisch missachte, wenn ich das zwar alles berücksichtige, der Norm genüge, aber mich eigentlich nicht dafür interessiere, was die Studierenden sagen, das nur abhake, wie auf einer Checkliste erledigt, dann ist damit nichts gewonnen. Und
obwohl ich selber hochschulpolitisch sozialisiert worden bin und natürlich auch immer für studentische Beteiligungsrechte gekämpft habe, möchte ich die auch haben. Aber ich glaube, informelle Prozesse sind viel wichtiger, um auch mehr Studierende mitzunehmen. Und auch für die Studierenden geht es nicht. Also in diesen offiziellen Beteiligungsformaten, da geht es oft eher darum, so generell die Position der Studierenden zu verteidigen. Aber bei Berufungen geht es vielmehr darum, viele Studierende und ihre Meinungen einzuholen, was sie gerne hätten, was sie sich wünschen, wie jemand auf sie wirkt, wie sie dem begegnen. Und dafür muss ich eigentlich Raum schaffen, über die Beteiligungsrechte hinaus.